Ruft denn da an? Guten Abend, Herr Maulwurf. Das ist Hannah Adams. Ich bin die Leiterin von Carolina Wrobel, mit der Sie schon gesprochen haben. Sie haben gesagt, Ihr Deutsch ist nicht ganz gut und Sie verstehen Sie nicht, richtig? Ja, ja, genau. Das ist ja sehr schwierig zu verstehen. Okay, es tut mir leid. Wir haben ein internationales Team, verstehen Sie? Wir arbeiten mit ganz Europa, mit der ganzen Welt und wir müssen Arbeiter haben, die viele Sprachen können. Ja, also sie kann ja nicht nur Deutsch. Ja, ich verstehe. Okay, aber mich können Sie verstehen, ja? Ja, ja, bei Ihnen ist das ja mal deutlich verständlicher, ne? Okay, das ist gut. Vielleicht bringt das ja mit Ihnen ein bisschen rum zu ottern, ne? Was wollten Sie denn haben? So, Sie haben Ihr Daten gelassen, Sie haben sich für Online-Handel interessiert, richtig? Was habe ich vergessen? Sie haben Ihre Daten gelassen. Telefonnummer? Ja, gelassen. Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Ihren Namen und Nachnamen. Ja, wo denn? Ja, bei vielleicht haben Sie unsere Werbung im Internet gesehen. Von wem rufen Sie denn an? Sagen Sie mir doch einfach, von wem Sie anrufen. Das Wir rufen nicht so von der Handelsplattform, von der Handelsplattform Level Trade. Nochmal Level 10? Level Trade, das ist auf Englisch. Level Trade. Was heißt das auf Deutsch? Wenn wir so übersetzen, dann wäre das Niveau und Handel. Nochmal Niveau, das höre ich ja nicht. Ja, Niveau, Level, das ist Niveau. Ja, und Trade, das ist Handel. Auf welchem Niveau-Level befinden wir uns denn gerade? Ich würde ja sagen, so kurz vor Erdkern sagen. So, das ist nur der Name der Firma. Die Firma beschäftigt sich mit dem Online-Handel. Wissen Sie, was ist Online-Handel? Ja, ja, Handel ist ja der Austausch von Waren und Dienstleistungen. Online ist Internet, ne? Ja. Super. Wir handeln mit verschiedenen Wirtschaftsgütern. Zum Beispiel mit Wirtschaftsgütern? Ja, genau. Mit Rohstoffen, mit Aktien, mit Kryptowährungen. Ja, ja. Und okay, suchen Sie jetzt im Prinzip nach Paten für diese Köter? Oder was ist da der Sinn Ihrer Kontaktaufnahme? Vielleicht haben Sie einfach unsere Werbung gesehen. Ja. Wir machen eine Werbung, dass wir eine Handelsplattform ist und dass man mit uns handeln kann. Richtig. Unsere Kunden machen nichts. Wir machen die ganze Arbeit für unsere Kunden. Also wir handeln für unsere Kunden und wir verdienen Geld für unsere Kunden. Das ist aber ja nehmen sehr dann, ja, aber nehmen wir nehmen dann Prozent von dem Profit, das unsere Kunden verdienen. Ja, wie viel denn? Gewöhnlich 10%. 10? Ja, 10%. Das ist ja ordentlich. Ja, das ist. Aber Sie müssen sich daran erinnern, dass sie überhaupt nichts machen. Sie arbeiten nichts und sie verschwinden ihre Zeit dafür nicht. Ja, ich bin ja auch schon in Rente, ne? Ich arbeite ja schon länger nicht mehr, ne? Mhm. Also früher, da habe ich ja im Prinzip auf der großdeutschen Otterfarm gearbeitet, falls Sie das kennen. Super. Ja, finde ich auch. Das war eine tolle Zeit. Das fehlt und mir auch sehr. Darf ich fragen, wie lange haben Sie dort gearbeitet? Auf 36 Jahre waren das, die ich da gearbeitet habe. 36 Jahre? Ja, ja. Ich habe da angefangen als Auszubildender für Ottermechanik und habe dann im Prinzip als Betriebsleiter aufgehört. Das war in dem Moment, wo wir die ersten Ottermissionen halt zum Mond geschickt haben. Da ist ja, sag ich mal, die Stallhaltung und der Zucht ja verboten worden. Das ist ja super Karriere. Ja, aber hallo. Können Sie mal die Musik da leiser machen? Ich kann ganz schlecht nur verstehen. Ja, ich bitte darum. Warten Sie einen kurzen Moment, okay? Das wäre sehr freundlich. Okay, Moment. Okay, warten Sie ein bisschen, das mag ich ein bisschen. Ja, einfach einen Stein drauf werfen, dann hört das auf. Naja, das ist so teuer heutzutage, diese alle Computer. Nee, also Steine kann man ja, ich weiß ja nicht, ob Sie das wussten, aber Steine sind ja meistens kostenfrei. Die kann man ja draußen in der Natur einfach auflesen.
Okay. Dann gehe ich aus dem Büro und finde einen. Ja, Aber ein also bisschen spät, Sie okay. können ja mal gucken, wenn Sie so einen violetten Stein finden, dann handelt sich das da im Prinzip mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Amethysten, ne? Und die sind ja auch für Potenzsteigerung bekannt. Auch so. Naja, das ist mir nicht so wichtig wie für Männer. Ja, aber sag mal, das ist ja, sag mal, wenn man da entsprechend die Herrschaften zu Hause hat, kann man da ja auch als Dame seinen Vorteil draus ziehen, ne? Oder stecken, je Natürlich. nachdem. Natürlich. Okay. So, dann gehen wir so ein bisschen zu unserer Tätigkeit. Ja, und die da Sie, wäre? genau, Sie haben Ihre Daten gelassen, richtig? Verstehe ich Sie? Die Daten gelassen, überlassen Gelassen, oder gelassen. hinterlassen? Hinterlassen dann. Ja. Aha. Ich wollte Gut, ja im und Prinzip ein bisschen Geld verdienen. Ist das denn bei Ihnen potenziell möglich? natürlich ist das möglich. Und Das ist gut. wie viel wollten Sie verdienen? So viel wie möglich ist im Rahmen der Rahmenmöglichkeiten, ne? Okay, dann erzähle ich Ihnen jetzt, wie Sie mit uns verdienen und wie viel Sie mit uns verdienen. Das ist gut. So, Soll ich da ja, aufschreiben? wenn Sie wollen. Da Ja. sind nicht so viele Informationen. Ich glaube, Sie werden sich daran auch erinnern. Ja, dann erzählen Sie doch mal bitte. So, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, wie Sie verdienen können. Das ist die Arbeit mit einem automatischen System und die Arbeit mit dem Finanzberater. Das automatische System benutzen gewöhnlich Leute, die Vollzeit beschäftigt sind und die keine Zeit zum Handeln haben. Mit dem automatischen System können Sie 30% von der Einzahlungssumme verdienen. Ab 30. So, 30, das ist das Minimum, das Sie verdienen können. 30 Euro? 30% von der Einzahlungssumme, nicht Oh, das ist Euro. eine Menge. Naja, Und das hängt schon wie von dann im der. Jahr oder im Monat? Das ist monatlich. Das ist ja ordentlich, ne? Ja, das hängt natürlich von der Summe ab, die Sie einzahlen. Von den Aber Hunden? so, von der Summe. Ach so. Summe. Ja, Betrag. So, bei uns ist, und ich erzähle weiter, und mit einem Finanzberater verdienen Sie mindestens 40% von der Summe, die Sie einzahlen. Das ist auch Zusätzlich? monatlich. Also dann Nee, nicht 70%, zusätzlich. ja? Nicht zusätzlich. Sie können entweder mit einem automatischen System arbeiten oder mit einem Finanzberater. Aha. Beides geht leider nicht. Das ist schade. Naja, aber immer ist halt trotzdem eine Menge, ne? Ja, das ist ziemlich gut, ziemlich gut. Und wie gesagt, das Geld, das Sie verdienen werden, das hängt nur von der Einzahlungssumme, die Sie einzahlen. Bei uns ist dieser Mindestbetrag 250 Euro. Das ist das Geld, mit dem Sie handeln werden, Ihr Finanzberater für Sie handeln wird. Ja. Ja, dieses Geld haben Sie auf Ihrem Handelskonto, das wir für Sie erstellen werden. Und nur Sie haben den Zugriff auf dieses Handelskonto. Also Sonst das ist keiner, Ihr Geld. ne? Sonst keiner Aber der natürlich. Berater ja sicher, oder? Mit dem Berater besprechen Sie das. Er darf, wenn Sie bei uns ein Konto Wie erstellen und heißt denn der aktivieren. Berater? Wir haben eigentlich ein Team von den Finanzberatern, aber ich glaube, ich kann nach den Namen fragen, wenn Sie wollen, wenn Sie sofort erfahren wollen, Ja, da wäre mir mit wem Sie lieber, weil ich handeln bin werden. schüchtern und zurückhaltend und sensibel. Und da muss ich sowas immer gern vorher wissen, sonst werde ich nervös im Prinzip. Natürlich, dann erfahre ich es jetzt. Einen Moment. Ja, vielen Dank. So, ich habe erfahren, unser Finanzberater, der ist, ich glaube, der Beste, er zeigt die besten Ergebnisse. Er heißt Paul Braun. Er ist jetzt frei. Er kann jetzt Kunden nehmen. Oh, das ist interessant. Die Leute haben immer irgendwelche Farben als Nachnamen. Naja, ich glaube, das ist schon geschichtlich so, irgendwie. Mit Sicherheit. So, mit
Diesem Finanzberater können Sie mindestens 40% verdienen von der Einzahlungssumme. Aber wie können Sie das denn garantieren? Da ist doch immer alles in Bewegung. Das ist natürlich alles in Bewegung. Und ich kann Ihnen nicht sagen, zum Beispiel, dass Sie heute unbedingt diese Summe verdienen werden. Aber so zeigt unsere Statistik. Wir machen sehr oft Statistiken. Und die Statistik zeigt, dass unsere Kunden wenigstens 40% davon bekommen. Also haben Sie da quasi eine Garantie sozusagen? Sie verstehen ja selbst, dass Finanzmarkt kann nichts garantieren. Ich kann Ihnen nur das zeigen, dass wir diese Statistiken immer wieder monatlich machen. Und diese Statistiken zeigen uns, dass unsere Kunden wenigstens 40% verdienen. Das ist gut. Wie viele Leute machen da denn mit bei Ihnen? Das darf ich Ihnen nicht sagen. Genau, mit unserem Finanzberater, das ist schon die Infos von unserer Firma, dass das nicht mitteilen. Ich kann nur sagen, dass wir nicht nur in Deutschland arbeiten. Wir haben Kunden in ganz Europa. Wir arbeiten mit Tschechien, mit Polen. Ja, die haben doch alle kein Geld da. Naja, Leute, die handeln wollen, sie wollen Geld verdienen. Und sie finden dieses Geld, um zu investieren und dann davon was zu haben. Ja, aber eben haben wir gesagt, je mehr man investiert, desto mehr kommt raus. Wenn die da, sagen wir mal, mit 10 polnischen Zloty kommen, da kann man ja kein Vermögen mitmachen. Naja, wir arbeiten nicht nur mit den gewöhnlichen Arbeiten, vielleicht mit den Menschen, mit den Verkäufern. Wir arbeiten gewöhnlich mit den Ärzten, mit den Geschäftsmännern, verstehen mit Sie? Mit Ärzten? Das ja, ist mit gut. Ärzten auch. Vielleicht kann der sich mal mein Hühnerauge angucken. Kann sein. Das könnte sein, aber ich kann leider die Daten von unseren Kunden nicht mitteilen. Sie verstehen Sie? Ja, mögen Sie Hühner? Hühner? Ja, Hühner. Ich glaube, das verstehe ich nicht ganz. Nein, Huhn, Chicken. Huhn, ach, ja, natürlich. Ja, aber ich hab eine Hühnerfarm zu Hause. Ach so, das ist gut, das ist schön. Können Sie Hühnergeräusche machen? Geräusche? Nee, kann ich nicht. Also sowas in die Richtung. Nee, das kann ich nicht. Das ist ja im Prinzip das ingusetische Punkthuhn. Da habe ich 4 Jahre gebraucht, um das zu lernen. Ach so. Okay, und haben Sie es geschafft? Ja, ja, also die Hühner, die rufen jetzt nach mir. Ich habe ein gutes Telefon, darum kann man das nicht hören. Aber die fühlen sich jetzt gerade angelockt. Und wenn ich das jetzt einmal übertreibe, würden die dann halt versuchen, sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Die werden jetzt dann irgendwann so in den nächsten 37 Sekunden die Suche aufgeben, wenn die halt die Quelle von dem Geräusch nicht ausmachen konnten, und dann geben die wieder Ruhe. Aber wenn ich das jetzt übertreibe, dann da ist ja die Belagerung von Konstantinopel. Ach so. Das also die cool. Hühner sollte man nicht ärgern, die sind da, sag ich mal, sehr nachtragend. Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, ja. Wissen Sie, als ich ein Kind war, hatte ich große Angst vor Hühnern. Warum? Meine Oma hat in einem Dorf gewohnt und immer als ich zu ihr in diesem Dorf kam, dann gab es so viele Geräusche und ich war so klein und ich hatte einfach Angst. Ich konnte dann nicht einfach reinkommen. Oh, das ist ja. Haben Sie heute noch Angst vor Hühnergeräuschen? Nee, heute bin ich schon erwachsen, keine Angst mehr. Na, das ist ja nicht selbstverständlich. Ne? Es gibt ja Menschen, die haben da trotzdem Probleme. Ah ja, ich bin in einer Stadt aufgewachsen, deswegen keine Ahnung. Ich habe sie nicht so oft getroffen. Die Hühner? Ja, genau. Das ist gut. Also ich habe ja im Prinzip da mehrere von. Weil, wie gesagt, wegen den Weltalltätigkeiten darf man die Otter halt nicht mehr halten als Privatmann, weil die sind halt einfach für den Fortbestand der Menschheit jetzt zu sicher, also zu wertvoll geworden. Eigentlich wollten die ja immer die Affen in den Weltraum schießen, aber nachdem dann Planet der Affen neu verfilmt wurde, haben die da Abstand von genommen. Weil so wollen wir ja natürlich nicht enden, ne? Wir haben jetzt die Merkel überlebt, Corona überlebt und die Thunberg überlebt. Da wollen wir jetzt nicht, sag ich mal, aufgrund der Affen untergehen, ne?
Natürlich, natürlich. Das wollen wir ja ganz sicherlich nicht, ne? Und mochten Sie nicht Angela Merkel? Nein, nein. Nein? Warum? Na, die ist ja ein Echsenmensch im Prinzip. Ach so. Und wussten Sie das? Nee, das wusste ich nicht. Na, die gehört ja im Prinzip zum Echsenkönig Atokar, ne? Da gibt's ja, sag ich mal, das ist wie das Bündnis der zwei Türme. Bloß, dass es in dem Fall halt keine Türme sind, sondern dass sich das da um Echsen handelt. Ach so. Und das ist halt die unheilige Allianz, ne? Wie zwischen Mordor und Isengard, ne? Ja, das wusste ich nicht. Können Sie mal sehen. Ja, das werde ich. Da haben Sie ja heute schon ziemlich viel gelernt, ne? Ja, ich freue mich, Sie kennengelernt zu haben. Ja, Sie sind ja noch eine ganz junge, ne? Wie alt sind Sie, 25? Genau, Sie haben das, wie konnten Sie das erraten? Ja, ich habe Menschenkenntnis, ne? Ja, bestimmt. Im Umgang, also wer im Umgang mit Ottern gut ist, also er kommt auch mit Menschen gut zurecht. Weil die Otter, ja. die haben ja diese Angewohnheit, die haben ja unter der Achselhöhle im Prinzip haben die ja so eine Tasche, da haben die ihren Lieblingsstein immer mit drin. Das haben die sich ja im Prinzip von den Menschen abgeguckt. Und deswegen sage ich immer, wer mit Ottern gut zurechtkommt, der kann auch mit Menschen gut arbeiten. Ja. Darum habe ich dann ja, nachdem ich da aufgehört habe, bei McDonald's gearbeitet. Ach so. Und lange? Naja, das war nur noch 4 oder 5 Jahre, weil dann bin ich ja in Rente gegangen. Und heute berate ich jetzt ja quasi, sag ich mal, die Angehörigen der ISS, wenn es da, sag ich mal, doch immer mal, es gibt ja immer mal wieder, sagen wir mal, Probleme mit den Ottern, weil das halt doch eine ganz anders sozialisierte Spezies ist. Und ich habe da quasi den Vermittlerposten, sowieso die Vereinten Nationen, aber halt auf Otterbasis, nicht wahr? Ja, ja. Und sind Sie zu McDonald's gegangen, weil Sie kleine Rente hatten? Nee, ich habe ja eine sehr gute Rente. Sag mal, zwei von den Ottern, die haben mich ja auch begleitet und helfen mir jetzt im Haushalt. Die sind, sag ich mal, wegen sag ich mal, Höhenproblemen sind die halt nicht fronttauglich. Und ich wollte einfach noch ein bisschen arbeiten, ne? Ja, ja, natürlich. Ja, sonst ist das ja zu eintönig, das Leben. Und ich werde schon wieder ganz traurig, wenn ich daran denke. Aber Sie hatten ein schönes Leben. Sie haben gearbeitet, Sie hatten bestimmt Freunde. Ja, natürlich. Ich wusste die Namen von den ganzen Ottern auswendig. Ja. Das ist schön. Ich weiß die sogar heute noch. Weil die, sag mal, die sind ja, sag ich mal, von der Lebenserwartung. Das übertrifft den Menschen ja um ein Vielfaches. Weiß ja nicht, ob sie das wussten. Und deswegen habe ich gedacht, das lohnt sich, sich das alles einzuprägen, weil wer weiß, ob einer von denen dann irgendwann bei meiner Beerdigung mal steht und halt eine Rede hält, nicht wahr? Kann sein, kann sein. Aber ich wüsste ja nicht, ob Sie das wissen, aber die Otter, die haben ja immer Namen, die sich so nach Otter anhören. Also die heißen dann zum Beispiel statt Stephanie heißen die Ottani. Oder statt, jetzt hätte ich gesagt, statt Ottfried heißen die dann Ottfried, aber das ist so ein Name, der ist in der Otter- und Menschenwelt allgegenwärtig. Da gibt's noch die Ottilie, den Ottgar, falls Sie den noch nicht kannten. Und so geht das halt immer weiter. Und da können die Leute auch gerne mal ihre Otter-Namensvorschläge mit in die Kommentare schreiben, habe ich dann immer gesagt. Und da kam, sag ich mal, eine gute Sammlung zusammen. Und der bekannteste Otter aus der Geschichte ist natürlich Napoleotta. Der hat ja damals ganz Europa erobert. Ja. Kennen Sie den? Ja, heute habe ich... Nee, kannte ich nicht. Heute habe ich bestimmt viel erfahren von Ihnen. Das freut mich. Und wenn ich jetzt dann, sag ich mal, noch mal ein bisschen Geld verdienen kann, ne? Dann will ich halt gucken, ob ich denen vielleicht doch noch mal nachfolge. Weil es gibt jetzt ja die Möglichkeit, sag ich mal, der zivilen, touristisch geprägten Erdumrundung. Und da habe ich dann gehofft, dass ich da auf einen Abstecher noch mal vorbei kann. Und mal gucken, was aus den kleinen Rackern so geworden ist, die damals immer noch mit mir mit Tennisbällen gespielt haben. Das macht mich so traurig, daran zu denken.
Ja, das verstehe ich natürlich. So, dann vielleicht kann ich Ihnen, so, ich habe Ihnen erzählt, wie Sie mit uns Geld verdienen können. Wollen Sie das Ja, machen? ich muss ja das Geld zusammenkriegen. Okay, und wie möchten Sie es finden? Was möchte ich finden? Geld, ich meine. Na, Sie haben da ja dieses System, dieses automatische Aha. System, ne? Ja, Sie wollen mit dem automatischen System handeln, richtig? Ja. Okay, dann vielleicht erzähle ich Ihnen, was Sie dafür tun müssen. Das wäre sehr hilfreich, sonst kann ich mich da ja, sag ich mal, nicht dran machen. Ich sage Ihnen, ich habe da Okay. so ein ganz tolles Bild auch, weil wir haben den Ottern ja damals auch das, die haben ja auch, sagen wir mal, bei der Marine so eine Kampftaucherausbildung genossen. Da haben wir im Prinzip die Otter, die mussten dann unter Wasser schwimmen und mussten da immer so Bauteile transportieren. Ich glaube, das nehme ich als Titelbild. Und das ist dann ja quasi die Vorbereitung auf die Außeneinsätze an der ISS gewesen, wenn es dann mal darum geht, so Antennen zu befestigen oder Schutzschilde zu erneuern. Das ist ja quasi Ja. so diese unterbewusste Vorbereitung auf Extremsituationen. Und das hat auch Genau. gut geklappt immer. Also weil bisher sind, sag ich mal, mehr Menschen im Orbit umgekommen als Otter. Okay. Ja. So, dann sagen Sie mir bitte, kennen Sie sich gut mit dem Computer aus? Ja, sehr gut. Ich habe ja jeden Sehr Abend gut. habe ich ja eine Skype-Unterhaltung mit meinen Schützlingen, ne? Super, das ist schön. Okay, dann sagen Sie mir bitte, benutzen Sie jetzt Ihr E-Mail oft, diese, die Sie eingegeben haben? Ja, natürlich. Okay, dann ich kann Ihnen dann vielleicht den Link zu unserer Plattform schicken, wo wir zusammen Ihr Konto erstellen werden. Das wäre ja nicht verkehrt, ne? Warum? Naja, weil ich das sonst ja nicht machen kann. Genau. So, dann schicke ich Ihnen jetzt gleich einen Link. Ja. So, Moment. Moment. Ja, ich habe Zeit, ne? Okay, das freut mich, das freut mich. Ja, mich auch. Weil die Hühner, die gehen jetzt dann demnächst schlafen. Wer ist denn der Mann, der da spricht im Hintergrund? Das ist ein mein Kollege. Ach so. Ja. So, ich schicke Ihnen jetzt die E-Mail. Waren Sie schon mal in Spanien? In Spanien, nein. Ja, nein. Okay. So, Wie ein mein Kollege kommt aus Spanien. Er da spricht jetzt kommt aus Spanisch. Spanisch. Also ich kenne ein paar Worte auf Spanisch, aber die sind außerhalb von einem Bordell halt nicht zu gebrauchen, nicht wahr? Ja, bestimmt. Die Sprache entwickelt sich sehr schnell. Ja, also ich habe da so, wie gesagt, so ein paar Sachen kann ich, aber das ist halt nichts besonders Vornehmes, ne? Okay. So, prüfen Sie bitte jetzt. Haben Sie die E-Mail bekommen? Das kommt von der E-Mail von meiner Kollegin, aber das habe ich Ihnen geschickt. Unten finden Sie meinen Namen. Wo denn? In Ihr Post, in Ihr E-Mail. Da muss ich noch mal gucken. Ja, gucken Sie bitte. Das von der Carolina, ne? Caroline, genau, ja. Und unten finden Sie dann meinen Namen schon. Ach nee, jetzt habe ich das wieder weggeklickt. Ich muss das gerade noch mal neu aufmachen. Ich bin so ein Ja. bisschen, ich kann nicht mehr so gut sehen, ne? Weil ich habe ja einen Großteil meines Lebens und meiner Sehkraft haben mir mal den Ottern geopfert. Verstehe, ich Ja, verstehe. ich auch. Haben Sie eine Brille? Zwei sogar. Zwei sogar. Ja, Ja, ich habe auch eine. ich bin Maulwurf. Was erwarten Sie?
Naja, naja. Das, sag mal, der Name kommt nicht von ungefähr. Das ist einmal so eine schicksalhafte Fügung, die mir da scheinbar in die Waage gelegt wurde, in die Wiege gelegt wurde. Ach so. Was haben Sie denn da? I.O., was ist das denn für eine Adresse? Ich kenne nur com und de. Das ist unsere Webseite. Ja, aber wir wofür arbeiten, steht dieses I.O. denn? Heißt das in Ordnung? Wir arbeiten mit ganz Europa und sogar mit Osteuropa. Deswegen brauchen wir eine internationale Webseite, nicht nur für Deutschland. Ja, da hätte ich com genommen. Wo kommt denn I.O. her? Indischer Orient oder was heißt das? Oh, das muss ich ehrlich gesagt meine IT-Abteilung fragen, aber die ist schon nach Hause gekommen. Die wollen wissen, sie nicht lange arbeiten. Das ist ja eine Sauerei. Sie gehen nach Hause. Ich habe jetzt Ihre Seite im Prinzip offen. Mhm. Was soll ich denn jetzt machen? Okay, was sehen Sie jetzt? Naja, da steht registrieren. Mhm, aber Sie müssen anmelden finden, nicht registrieren, sondern anmelden. Na, ich habe ja im Prinzip auf das drauf gedrückt, was Sie mir geschickt haben. Ja, und dann? Ja, da steht jetzt registrieren. Und gibt's Login? Da unten steht null Kommissionen. Also ich finde das ja schon mal gut, dass sie ohne Kommissionen arbeiten, weil der Kommunismus hat halt nicht funktioniert, ne? Null Kommission, das wir nehmen für die Transaktionen. Wenn wir das Konto aktivieren, da braucht man eine Transaktion, weil man da Geld einzahlt. Und dann nehmen wir keine Provisionen natürlich. Das ist gut. Aber hier unten steht, melden Sie sich an. Soll ich da drauf drücken? Ja, genau, bitte. Hans Maulwurf 1946. Ich kann mich aber gar nicht ans Passwort erinnern. Ans Passwort? Das ist kein Problem. Ich kann jetzt für Sie ein neues Passwort generieren. Sie benutzen es einmal und dann ändern Können Sie als Passwort bitte AIDS-verseuchte Stinktiermama nehmen? Das ist mein Lieblingspasswort. Das können Sie dann selbst machen. Ich gebe jetzt einfaches Passwort ein. Ach so. Ja. Auch gut. So, Moment, warten Sie bitte. Ja, jetzt dieses Passwort lautet ABC 1, 2, 3, alles klein und alles zusammen. Nochmal, wie bitte? ABC 1, 2, 3. Das ist aber kein sehr sicheres Passwort. Ja, deswegen werden Sie es sofort ändern. Wir melden jetzt an und Sie ändern das Passwort. Melden, wo wollen Sie hinmelden? Wir melden jetzt an. Ja. Und dann ändern Sie Ihr Passwort. Rainer, Ruhe. Und jetzt? Ich habe jetzt angemeldet. Klicken Sie auf Anmelden. Habe ich. Da steht Dashboard. Transaktionsverlauf. Keine Transaktionen verfügbar. Mhm. Und da unten ist ein Telefonhörer. Soll ich da drauf drücken? Nein. Gehen Sie bitte, Sie sehen Dashboard, dann unten Finanzen und Handel. Klicken Sie bitte auf Handel. Ja. Aha, und dann sehen Sie Konten. Klicken Sie bitte auf Konten. Konten? Ja, genau. Keine Handelskonten steht da jetzt. Richtig, richtig. Jetzt erstellen wir eins. Jetzt oben rechts sehen Sie eine blaue Taste. Neues Konto. Ja, neues Konto. Klicken Sie bitte darauf. Ja. Mhm. So, jetzt erstellen wir Ihr Konto. Wir müssen jetzt den Namen uns einfallen lassen. Ja, Frankfurt an der Otter. Kennen Sie die Stadt? Natürlich kenne ich. Ich war dort. Ja, aber jetzt, wir sagen jetzt nicht Frankfurt an der Oder,
Wir sagen Frankfurt an der Otter. Verstehen Sie das? Otter? nein, warum? Ja, weil Otter halt mein Leben bestimmt haben immer, ne? Ach so, ja. Wie heißt denn die Hauptstadt der Otter in Kanada? Ottawa, richtig? Ja, richtig. Das gibt einen Hühnerpunkt. Mit 5 Hühnerpunkten können Sie einen Hahnenpunkt bekommen. Super. Und jetzt als Passwort nehme ich auch wieder dieses 1, 2, 3, A, B, C. Nein. Und jetzt sehr aufmerksam. Wir müssen jetzt Ihr Passwort erstellen. Und dieses Passwort brauchen Sie für Ihr Konto. Also ich darf dieses Passwort nicht kennen, weil auf diesem Handelskonto Sie dann Ihr Geld haben werden. Ich darf keinen Zugang zu Ihrem Konto haben. Ja. Deswegen erstellen Sie jetzt selbst dieses Passwort. Habe ich gemacht. Aber dieses Passwort muss mindestens 8 Zeichen sein. Ja, das hat 8 Zeichen. Ich habe Otter 1, 2, 3 und Ausrufezeichen genommen. Eins davon muss unbedingt groß sein. Ja, habe ich ja gemacht. Otter ist ja ein Hauptwort, entsprechend wird das halt groß geschrieben. Ja. Okay, und klicken Sie dann auf Konto anlegen. Soll ich Ihnen eben nochmal, haben Sie die E-Mail noch offen? Ja, habe ich. Ich schicke Ihnen mal ein Bild von meinem Lieblingsotter. Okay, das bekomme ich gern, aber vielleicht beenden wir jetzt zuerst mit diesem Handelskonto. Weil das ist ja im Prinzip der Otgar, wie der da eben, sag ich mal, die Bauteile für das Raumschiff transportiert. Muss das gerade für die ganzen Fangirls hier auch nochmal aufmachen. Mhm. So, das würde ich sehr gern ansehen. Ja, ich habe Ihnen das Bild jetzt geschickt. Ich zeige das nur den anderen auch eben nochmal, dass sie das halt auch sehen, weil das hat halt, das berührt halt mein Herz, ne, wie der da so freudig durch den Untergrund gleitet und halt zwischen seinen Pfoten diese enorm hochwertigen IKEA PVC-Teile transportiert, weil er weiß, dass sie sein Leben retten werden, wenn er erstmal oben ist, ne. Können Sie mal gucken, ob Sie die E-Mail bekommen haben? Natürlich, jetzt sehe ich das Bild, das ist sehr süß. Ja, das ist großartig, ne? Ja, das finde ich auch. Können Sie Englisch? Ja. Das ist cool. Also das hat mein Freund aus Indien für mich gemacht, ne? Ach so. Ja. Ich habe auch einen Freund in Indien. Ja? Woher denn? Oh, das ist aus Westindien. An die Stadt kann ich mich genau nicht erinnern. Das ist neben Ozean. Ah, das ist bestimmt bei Noida, right? Ich kann, ehrlich gesagt, kann ich mich da nicht erinnern. Die Städte dort haben so einen sehr schwierigen Namen. Ja, das ist richtig. Ja, so. Okay, dann vielleicht setzen wir unsere Arbeit fort. Ja? Ja, natürlich. Wir müssen ja die Otter zum Mars kriegen. Ja, das müssen wir. Würden Sie denn auch, sag ich mal, einen Otter benennen wollen? Wie bitte, können Sie das noch einmal sagen? Naja, ob Sie einen Vorschlag für einen Namen haben, für den Otter. Für einen Namen? Ja, das muss halt auch mit Ott anfangen, ne? Otter. Darüber muss ich nachdenken. Vielleicht, wie wäre es mit Otto hat Geld, alles zusammen? Das hört sich gut an. Ich hab ja auch im Prinzip, kennen Sie die Stadt Rotterdam? Ja, natürlich kenne ich. Ja, wir sind da ja extra als Abschluss, wir haben ja so einen Abschlussstreich gemacht, als die Otter dann alle zum Weltraumdienst einberufen worden. Und dann sind wir halt nach Rotterdam gefahren, haben überall die Straßen und die Stadtziele da so abgeändert, dass dann da Otterdam stand. Ach so. Das ist auch interessant. Ich erfahre mehr und mehr mit Ihnen. Ja. Das finde ich cool. Und sonst so bei Ihnen?
Was bei mir? Na, geht's Ihnen gut soweit, war die Frage, ne? Ja, auch gut. Das freut Bald mich besonders. Schon nach Hause, heute ist Freitag. Ja, wirklich? Ja. Dann habe ich heute meinen Arzttermin verpasst. Ich dachte, es ist Donnerstag heute. Nein, es ist schon Freitag. Oh nein, das ist gar nicht gut. Ich sollte heute eine neue Niere kriegen. Neue Niere kriegen? Ja, da muss ich... Und haben Sie die nicht angerufen? Ich weiß nicht, kann mein Telefon nicht finden. Aber Sie sprechen mit mir an. Nee, das andere. Ich habe ja so ein Handfunk-Fernsprechgerät im Prinzip noch. Das hat also mal der Intelligenteste, der Otter, gebaut. Okay. So, sind Sie mit dem Namen des Kontos fertig? Ja, Frankfurt an der Otter, ne? Super. Dann haben Sie die richtige Währung gewählt? Ja, Euro, ne? Ja, genau. Also ich habe ja im Prinzip von meinem Freund, ich habe auch indische Rupien da, aber das sind nicht viele. Ich glaube nicht, dass ich damit handeln kann. Und da ist ja, sag ich mal, der symbolische Wert auch viel zu hoch. Ja, wissen Sie, Indien hat sehr, sehr billige Wirtschaft. Ja, jetzt wollen wir aber mal hier nicht die ganzen Callcenter außer Acht lassen, ne? Die sorgen ja für guten Umsatz da drüben. Naja, das ist die einzige Arbeit, die Leute dort finden können. Es gibt nicht viel Arbeit, sie bekommen nicht viel und sie leben ganz schlecht. Das, ja, ich weiß, die sitzen ja immer alle auf den Zügen drauf. Ja. Vielleicht ist das ja einfach nur, hat denen in der Schule keiner gesagt, dass die Dinger auch Türen und einen Innenbereich haben. Das ist ja alles immer eine Bildungsfrage. Ich habe da ja Mitleid mit den Leuten, ne? Ja. Tiere sind sehr gut. Nee, von den Indern habe ich gerade gesprochen. Ach so. Also bei meinen Ottern, da weiß ich mit Sicherheit, dass sie eine Tür aufkriegen. Das scheitert das nicht an Türknäufen. Das wäre auch ziemlich, gut, es gab mal welche, aber die sind dann halt zur Raketenabwehr anstatt zur Weltraumflotte gegangen, ne? Ja. Ist doch klar, ne? Natürlich. Gut, nur dass wir uns da auch einig sind, ne? Ja, das ist schön. Menschen haben sehr oft Meinungsverschiedenheiten, aber wissen Sie, man kann auch einen finden, mit dem man etwas zusammenfindet. Ja, und meistens ist das ein Otter, ne? Weil Menschen, die sind ja, sag ich mal, sehr, sehr rücksichtslos. Ja. Und so ein Otter, ne, der teilt auch den letzten rohen Fisch noch mit einem. Genau. Ist dann zwar nicht ganz so mein Geschmack de Cuisine, aber sag mal, ist ja der Gedanke, der zählt, ne? Ja. Und ich finde auch, sag mal, vergleichbar mit den Ottern sind Japaner. Haben Sie es schon mal mit Japanern zu tun gehabt? Ich habe natürlich über sie gelesen viel im Internet, aber noch nie wirklich gesprochen. Also hier bei uns in Baden-Baden, ne, da komme ich ja her, da sind ja immer sehr viele Japaner und die sind immer sehr freundlich, sehr rücksichtsvoll, sehr respektvoll, jetzt bin ich doch gerade abgekommen, weil ich nebenbei gerade hier noch dem Otter den Bauch kraule. Ach so. Ja, der muss ja gestreichelt werden, das muss ja gemacht werden. Der ist eingeschlafen dabei. Und auf jeden Fall, sagen wir, sind das ja mal Attribute, die die Japaner und die Otter miteinander teilen. Ich würde sogar behaupten, dass die Japaner von den Ottern abstammen. Da werde ich aber wahrscheinlich den wissenschaftlichen Beruf, den Befund schuldig bleiben. Ja. Ich habe gerade heute über Japan was gelesen. Was denn? Und wussten Sie, dass Sie mit Südkoreanern immer Streit hatten? Mit Südkorea? Warum das denn? Ja, Sie hatten früher, ich glaube, einen Krieg zwischen
ihn. Nein, nein, und deswegen nein. mögen sie jetzt einander nicht. Die Japaner haben Korea besetzt gehabt über die ganzen, über den Zeit des Zweiten Weltkrieges, ne? Aber heute sind die ja eigentlich fast Verbündete, weil die halt beide für Nordkorea halt so ein bisschen Probleme haben. Ja, jetzt wohnen sie zwar in Frieden, aber so innerlich so mögen sie einander nicht so sehr, wissen Sie? Ja, natürlich. Also es ist halt auch, wir wollen ja im Prinzip, wenn das mit der Weltraummission abgeschlossen ist, wir wollen ja den Herkunftsplaneten der Echsenmenschen quasi, sag ich mal, demilitarisieren, um es freundlich auszudrücken. Und dann ist halt auch geplant, eine internationale Otter-Mission an der Grenze zwischen Nord- und Südkorea einzusetzen, weil die sind ja so süß, dass da denkt da keiner mehr ans Kämpfen, wenn die da rumlaufen, ne? Ja, genau, da bin ich einverstanden. Ja, würden Sie da im Prinzip auch daran teilnehmen wollen? Kann sein, wenn ich nicht arbeite. Na, das wäre ja eine neue Anstellung dann im Prinzip. Ich habe jetzt ja da beste Verbindungen zu den Vereinten Nationen und ich kann ja raushören, dass Sie ja, sag mal, eine sehr empathische Hexenkönigin sind und da würde ich mich halt schon für Sie einsetzen, ne? Das wäre schön. Was wollen Sie denn verdienen so im Monat? Da müsste ich dann nochmal nachhören, ob das denn möglich ist. Monat? Naja, für den Anfang reichen mir, ich glaube, 3000 Euro. Ja, also das ist ja im Prinzip so, in Südkorea wird ja mit dem Won bezahlt. Würden Sie da auch mit 3000 einverstanden sein? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich nach Südkorea kommen möchte. Nee, Sie wären ja, sagen wir mal, aufgrund Ihrer Erfahrung mit dem internationalen Diplomatentum und dadurch durch den Kurs, den Sie jetzt in Otatati von mir bekommen haben, prädestiniert, sag ich mal, für einen Botschaftsposten in Pyongyang in Nordkorea, ne? Ach so. Ja. Haben Sie denn, sagen wir mal, schon mal koreanischen Boden betreten? Sie selber? Nein, noch nicht. Ich bin noch nicht nach Asien gegangen. Noch nie in meinem Leben. Ja, dahin laufen ist ja auch schwierig. Ich weiß nicht, ob Sie das wussten, aber da liegt ja im Prinzip ein großes Meer dazwischen. Da müssten wir über Russland laufen. Das ist ziemlich weit. Ja, es ist sehr groß, würde ich sagen. Ja, also ich meine, ich bin ja gut zu Fuß und habe dank der Otter, sagen wir mal, auch Techniken gelernt, die beim Laufen die Füße schonen. Weil die Otter, die haben ja mehr Füße als wir, wenn die auf allen Vieren gehen. Auch wenn die das im Prinzip, sagen wir mal, durch den nächsten Schritt der Evolution quasi hinter sich gelassen haben. Anatomisch ist das noch möglich, ne? Ja, das kann sein. Ich sag Ihnen, das ist ein... Ist möglich. Ja, natürlich. Das ist... kann das gar nicht in Worte fassen, was man da alles lernen kann. Wir sind ja inzwischen sogar so weit, weil es gibt ja natürlich, wenn es halt um Kometen und dergleichen geht, man kann ja nicht einen Otter 20 Jahre trainieren, damit er dann auf irgendeinem Planeten verglüht. Da gibt's ja im Prinzip schon die Weiterentwicklung zum Robotter. Also wie ein Roboter, aber dann halt Robotter, weil das Wort Otter muss ja auch drin vorkommen, nicht wahr? Natürlich muss es, ja. Ja, und deswegen heißen die dann halt Roboter. Und die stehen dann da immer in Reihe und Glied, so bevor die dann halt abgeworfen werden mit dem Transportflugzeug. Und die stehen dann da alle und sagen immer, wir sind die Roboter. Und dann kann man damit singen. Also. Ja. Okay, so sagen Sie mir bitte, sind Sie mit dem Passwort fertig? Ja, natürlich. Da habe ich Otterdam 17 Ausrufezeichen genommen. Ausrufezeichen? Ja. Wissen Sie, ich bin mir nicht sicher, ob Sie diese Zeichen da benutzen können. Das ist kein Problem. Da steht jetzt Frankfurt an der Otter live. Hebelwirkung 100, was bedeutet das? Ich gucke das mal, warten Sie bitte. Sie sind der Chef da, ne? Jetzt. Ja, ich bin die Leiterin. Wie viele Leute arbeiten da bei Ihnen? Mit Deutschland arbeiten, ich glaube, etwa 20 Mitarbeiter. Nee, da jetzt bei Aber Ihnen im Büro, da wo die alle so rumschreien, da sitzen 20 Leute. Die sind schon gegangen, mein Arbeitstag ist schon eigentlich zu Ende. Die sind vor ja 20 Minuten gegangen.
Da sind die aber ganz schön laut, wenn die aus 20 Minuten Entfernung noch zu hören sind. Ah, einige sind geblieben, nicht alle. Wir kommunizieren mit den Kunden. Wir können nicht einfach so nach Hause gehen. Das ist unser Beruf. Finde ich gut. Ja, natürlich. Also ich sehe jetzt Ihr Konto. Wir haben es geschafft. Wir haben Ihr Konto erstellt. Das ist großartig. Und jetzt kriege ich Geld, oder wie? Jetzt müssen, um Geld zu kriegen, müssen Sie zuerst handeln. Ja, und handeln. Ja, und Handeln geht, um etwas zum Beispiel, Sie gehen zum Markt und Sie möchten etwas kaufen. Ohne Geld kann das nicht passieren, richtig? Sie geben Geld denn, und bekommen. Es sei denn, man hat ja, sagen wir, dafür ausgebildete Otter auch, weil wir haben ja im Prinzip, gibt es ja auf den fernen Exoplaneten der Echsenmenschen, ist es ja auch mal wichtig, dass man ungesehen da rein und rauskommt. Und da gibt es halt auch Tarnanzüge, ne? Ja, genau. Und jetzt, wie gesagt, ohne Geld kann das nicht passieren. Sie brauchen Geld, mit dem Sie dann handeln werden, mit dem Sie kaufen und verkaufen werden. Ja. Und das heißt Minimalbetrag bei uns. Minimalbetrag. Und das ist bei uns 250 Euro. Also für dieses Geld werden Sie verschiedene, ich weiß nicht, Öl, Erdgas, verschiedene Kryptowährungen kaufen. Kryptonit wäre gar nicht verkehrt, wenn Sie das auch haben. Das müssen Sie schon mit unserem Finanzberater weiter besprechen, denn ja. Ich bin für die Kommunikation mit meinen Kunden verantwortlich und im Finanzmarkt kennen sich schon unsere Finanzberater viel besser als ich. Ach so, ich dachte, Sie sind der Chef da. Ich bin die Leiterin der Beratung. Ach so. Ja, das ist ja aber auch. Genau. Wie lange haben Sie da denn gebraucht, um so hoch zu kommen? 3 Jahre habe ich gebraucht. 3 Jahre? Das ist ja so eine ganz schöne Menge, ne? Sofort nach meinem Studium bin ich hierher gekommen. Oh, was haben Sie studiert? Kommunikationswissenschaften. Das ist ja großartig. Ja, jetzt bin ich für die Beratung und für die Kommunikation verantwortlich. Oh, einen kleinen Moment bitte, da kommt gerade einer, der Otter. Was hast du denn? Ja? Ja, gib mal her. Ja, ich frag Sie, möchten Sie auch einen Pfannkuchen haben? Der hat gerade Pfannkuchen gebracht. Das würde ich sehr gern haben. Ja, wo sitzen Sie denn? Vielleicht können wir da ja noch was vorbeibringen. Wir sitzen eigentlich in Luxemburg. In Luxemburg? Aber Sie haben doch eine Rufnummer aus Berlin. Ja, dafür benutzen wir eine IP-Telefonie. Wissen Sie, das wäre für uns viel zu teuer, wenn wir einfach so aus Luxemburg mit der deutschen Nummer anrufen würden. Das ist ja hochinteressant. Roaming, das ist sehr teuer. Ja, nee, das muss ja nicht sein. Das Geld kann man ja im Prinzip lieber in getrocknete Fische für die Otter investieren. Natürlich. Das Geld kann man überall investieren und davon auch was haben, wie haben bei Sie, unserer Plattform. Haben Sie bei Ihnen auch Otter als Mitarbeiter? Leider nicht. Ja, das hätte ja, ich meine, das ist ja inzwischen relativ weit verbreitet, nicht wahr? Ja, das habe ich gesehen. Da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Wo haben Sie denn schon mit Ottern gearbeitet? Wo haben Sie denn schon Otter getroffen? Eine Freundin von mir hat einen zu Hause. Ja, und was geht der für einen Beruf nach, der Otter? Oh, er hat keinen Beruf. Wie, der hat keinen Beruf? Hat keinen Beruf. Was hat er denn gelernt? Ist er auch bei uns im Trainingsprogramm gewesen? Nee, das ist einfach, er wohnt bei ihr zu Hause. Ist er invalide? Ja, sie hat ihn aus irgendwelchem Programm bekommen. Oh nein. Ja, er ist schon ziemlich alt. Oh, das tut mir ja leid für den Kleinen, ne? Kann man da Blumen schicken? Blumen schicken, das werde ich morgen nachfragen. Ja, das wäre nicht verkehrt, weil da können wir ja im Prinzip so ein Kondolenzschreiben mal aufsetzen. Vielleicht freut er sich dann. Ja, auf jeden Fall. Gut. So, und dann kommen wir weiter mit unserer Arbeit, wissen Sie, der Arbeitstag ist schon, bin ich ein bisschen müde. Okay, ja, ich auch. Dann
Ach so, wollen Sie schon schlafen? Nein, bald. Bald, okay. Ich muss ja um, das ist ja im Prinzip auch so ein Ritual, das wir aus der Otterpflege übernommen haben. Ich muss ja um Mitternacht noch die Hühner zählen. Das ist ja quasi die sogenannte Lebendkontrolle. Da gehe ich ja quasi einmal rein. Die haben ja feste Plätze, wo die sitzen auf der Stange. Und die haben ja die Stange ist farblich und numerisch gekennzeichnet. Und der Ring am Fuß vom Huhn hat die gleiche Farbe und die gleiche Zahl. So kann ich kontrollieren, ob die alle da sind, ohne die zu wecken. Da habe ich mir extra ein Nachtsichtgerät für gekauft. Ach so. Ja, und wenn die Hühner alle da sind, dann kriege ich einen Hühnerpunkt von der Vereinigung zum Wohl der Hühnerzüchter in der Bundesrepublik Deutschland auf afghanischem Boden. Und bei 5 Hühnerpunkten, da kann ich mir einen Hahnenpunkt eintauschen. Und da habe ich jetzt schon 9 Stück davon. Das ist cool. Aber hallo. Das ist cool. Das ist auch viel Arbeit, ne? Die Hahnenpunkte natürlich zu erarbeiten. Die werden dann halt auf die Rente angerechnet. Ach so. Okay, ich verstehe. Ja. So, dann kommen wir weiter und weiter. Und jetzt sind wir schon fast fertig. Und wir stehen jetzt an dem Punkt, wo wir Ihr Konto aktivieren müssen. Ja. Und diese Aktivation, sie geht durch die Einzahlung. Ja. Ja. So, Sie sehen jetzt Ihr Konto und da rechts sehen Sie eine graue Taste. Einzahlung. Eine graue Katze? Taste. Solches blaues Feld. Haben Sie nicht eben grau gesagt? Ich habe jetzt nach was Grauem gesucht. Ja, grau. Es ist grau. Da steht Einzahlung. Ja. Sehen Sie das? Super. Klicken Sie bitte darauf. Mach ich. Und darf ich fragen, haben Sie eine Master- oder Visa-Karte? Nee. Nein. Doch, natürlich, klar. Was sage ich denn? Haben Sie. Okay. Nee, die American Express ist das, was ich nicht mehr habe. Aber Master haben Sie schon, ja? Ja, eine Master-Katze habe ich im Prinzip. Okay, so, dann können wir diese Einzahlung mit dieser Masterkarte machen. Was heißt denn hier? Hier steht Hebelwirkung 100. Was bedeutet das? Vielleicht ist das, Moment, das muss ich prüfen. Wo steht das genau? Darf ich fragen? Ne, da steht Frankfurt an der Otter, Login, ja. Da ist ja so eine Nummer. Kontostand, Guthaben und darunter steht Hebelwirkung 100. Ach so, ich glaube, das sind Punkte dafür, dass Sie sich angemeldet haben. Einfach so. Das der ist Finanzberater, was? Das sind einfach Punkte. Sie werden diese Punkte irgendwie beim Handel verwenden können. Das erzählt Ihnen dann unser Finanzberater, wie genau. Denn wie gesagt, ich bin für die Beratung verantwortlich. Und er kennt sich schon im System ein bisschen besser als ich aus und dann. Also habe ich bei Ihnen jetzt, ich habe ja im Prinzip jetzt bei mir 9 Hahnenpunkte und bei Ihnen habe ich jetzt zum Start 100 Hebelpunkte bekommen. Sehen Sie, das ist ja super. Das ist ja großartig. Ja. So, und jetzt wählen Sie bitte den Betrag, mit dem Sie einsteigen wollen. Einsteigen? Ja, ich meine... Ich wollte heute eigentlich nirgends mehr hinfahren, ne? In den Handel natürlich. Ja, nehmen wir mal 1000, würde ich sagen. Ich will ja ordentlich verdienen bei Ihnen. Ja, Sie wollen verdienen. Und mit welchem Betrag wollen Sie anfangen zu verdienen? Ja, nehmen wir mal 1000 Euro, würde ich sagen. Ich habe bloß zu 1000 zocken Euro. Heute, ja. Okay, dann klicken Sie bitte auf 1000 Euro. Habe ich gemacht. 1000 Eulen. Okay. Ja, und jetzt mögen Sie Eulen stellen, ja? Mögen Eulen, Sie Eulen? Natürlich mag ich sie. Warten natürlich. Sie mal. Ich kann im Prinzip auch Eulen anlocken, weil das ist ja im Prinzip eines der Hauptgerichte der Otter. Und dann muss ich nicht immer so viel Essen kaufen, ne? Ja, das ist auch günstig, ne?
Eine Eule, das kostet ja gar nichts, nur Überwindung, weil die Eulen, die haben halt im Prinzip auch so drollige Augen. Und dann werden die da halt auf satanische Weise gefressen von den Ottern. Aber irgendwo muss sich der Kreis ja auch vielleicht schließen, ne? Die Eulen, die sind ja sonst zu nichts gut, die halten ja nur die Nachbarschaft wach. Ja, das ist gut. Und wie viele haben Sie davon? Was denn? Otten. Otten? Zwei ja. Stück. Das sind ja im Prinzip meine zwei privaten Stück. Butler. Super. Ach so, Butler. Ja, die Butler. Deswegen hat der eine, vielleicht hat, mit dem haben Sie ja gerade kurz gesprochen, das war, der hatte ja die Pfannkuchen gebracht. Ach so, ja, dann erinnere ich mich. Ja, das war okay. das war der Ottmar. Ottmar Otter. Okay. So, dann gehen wir weiter. Sehen Wohin Sie denn? Jetzt? Soll ich in die Küche jetzt? Gehen? Da sind noch Pfannkuchen. Nein, bleiben Sie, wo Sie sind. Das ist okay. Ja, aber dann kann ich nicht weitergehen, wenn ich bleibe, wo ich bin. Okay, dann sehen Sie jetzt dieses Feld jetzt Aktion fertigstellen. Ja. Aha, klicken Sie bitte darauf. Jawohl, mein Führer. Super. Und jetzt müssen wir die Zahlungsmethode auswählen. Und das ist bei Ihnen die Kreditkarte. Ja. Klicken Sie bitte darauf. Habe ich gemacht. Super. Und jetzt müssen wir die Daten Ihrer Karte eingeben, damit das Geld dann abgebucht wird und auf Ihr Handelskonto kommt. Also bei mir drauf, ja? Ja, es wird so passieren. Sie geben jetzt die Daten von Ihrer Karte ein, dann passiert die Transaktion. Kann ich denn im Prinzip meine, wenn ich jetzt bei Ihnen kann man ja gut Geld verdienen, kann ich denn im Prinzip meine Hahnenpunkte auch noch gegen Hebelpunkte tauschen bei Ihnen? Das weiß unser Finanzberater, der schon auch nach Hause gekommen ist. Aber können Sie das bitte aufschreiben? Ja, natürlich werde ich das aufschreiben, aber wenn wir heute Ihr Handelskonto aktivieren, dann werden Sie morgen mit dem sprechen. Ja, dann kann der sich da aber selber auch schon mal informieren, weil da geht's ja dann auch darum, was da für ein Umrechnungskurs dem Ganzen halt auch zugrunde liegt, ne? Ja, weil sonst kann natürlich. Da ja jeder mit seinen, sag ich mal, McDonald's-Punkten kommen und das bringt ja auch nichts, ne? Ja. Okay, so, dann aktivieren wir jetzt Ihr Handelskonto, damit Sie schon Geld verdienen. Ja, wann kommt das Geld denn? Kommt das dann auch auf die Kreditkarte oder wie läuft das? Das kommt auf Ihr Handelskonto und dann hilft uns unser Finanzberater Ihnen, dieses Geld auf Ihre Kreditkarte auszuzahlen. Auf die Kreditkarte dann auch wieder, ja, wenn ich was ja, gewonnen auf die habe. Kreditkarte, genau. Gut. So, dann, Sie geben jetzt die Daten von Ihrer Karte ein, richtig? Ich bin gerade dabei. Super. Und sagen Sie mir bitte, machen Sie oft Einkäufe im Internet? Ja, also Amazon, eBay, Berbermarkt, Baraka immer, da bin ich ja sehr umtriebig. Super. Und was kaufen Sie? Naja, hauptsächlich haben wir mal Ausrüstung für die Otter, ne? Ach so. Ich bin ja schon alt, ich brauche ja nicht mehr so viel. Ja. Okay. So, dann ich warte. Und was kaufen Sie so im Internet? Im Internet? Naja, was kaufe ich denn? Genau, gewöhnlich die Technik, muss ich sagen. Technik? Computer, Handys. Manchmal Kosmetik auch. Ja, das ist ja auch nicht verkehrt, ne? Sie müssen nur immer gucken, weil es gibt ja auch noch, sag ich mal, sehr rückständige Länder, wo Otter immer noch für Kosmetiktests missbraucht werden. Da müssen Sie immer auf das Gütesiegel achten, weil sonst hat man da, sagen wir mal, solche Studios, wo Otter gegen ihren Willen halt geschminkt werden, ne? Wenn das da im Prinzip, sagen wir, sich um einen legitimen, otterfreien Betrieb handelt, dann ist da ja im Prinzip so ein doppelköpfiger Otter drauf als Symbol, das ist der Herr Doppelotter. Das ist quasi das Qualitätssiegel.
Ja, jetzt werde ich darauf auf jeden Fall achten. Danke, dass Sie mir das gesagt haben. Ja, das muss ja in die Köpfe der Menschen reingehen. Ja, das werde ich weiter unter meinen Freunden verbreiten. Ich bitte Sie darum. Natürlich, das mache ich natürlich. So. Ich habe das jetzt eingegeben. Super. Und haben Sie alle Felder ausgefüllt? Ja, ich habe die alle angemalt. Was haben Sie gemalt? Ja, die Felder, ne? Ja, Sie müssen die Daten von Ihrer Karte Ja, habe eingeben. ich Die doch gemacht. Kartennummer. Aha, okay. Ablaufdatum, ja? Ja, ist alles Alles. drin. Soll ich das vorlesen? Okay, nein, Sie müssen das nicht vorlesen. Dann, ich erzähle es Ihnen dann noch einmal. Jetzt wird von Ihrer Karte das Geld abgebucht, 1.000 Euro. Und dieses Geld, das kommt sofort auf Ihr Handelskonto. Und Jawohl. mit diesem Geld verdienen Sie dann noch mehr Geld. Das ist Verstehen Sie? großartig. Ja, ich verstehe das. Okay, das musste ich noch einmal sagen, bevor wir die Einzahlung machen. Dann klicken Sie auf die Einzahlung, bitte. Ja, aber da unten steht Rechnungsadresse, da muss ich noch meine Anschrift eintragen. Ja, Anschrift tragen Sie bitte ein. Ich wohne ja im Prinzip in Otterbach, in die Straße heißt Otterberg, nicht wahr? Wirklich? Ja, selbst das macht sie nicht stutzig, ne? Und dann soll ich auf Ja. Einzahlen drücken, ne? Ja, drücken Sie bitte auf Einzahlen. Habe ich gemacht. Super. Und jetzt bekommen Sie eine SMS mit dem Secure-Code. Ja? Dieses Secure-Code, das ist eine Bestätigung davon, dass genau Sie diese Transaktion machen, dass Ja. niemand anderer das macht. Und dann haben Sie Zahlen. Und diese Zahlen müssen Sie dann in das Feld eingeben. Ja. Okay? Ja, so bestätigen Sie. Ja, dazu soll ich jetzt noch mal die E-Mail-Adresse aufmachen, ja? Darf ich fragen, haben Sie auf Einzahlen geklickt? Ja, aber Sie haben doch gesagt, ich krieg noch mal eine Bestätigung. Da muss ich doch sicher in mein Bestätigung? E-Mail reingucken. Nein, 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 das kriegen Sie per Handy. Per Handy. Ja, aber ich habe doch ein Das ist ein Festnetztelefon. Festnetztelefon. Ja, die Otter kommen ja mit der Strahlung nicht klar, die von Festnetz, von Fernsprechgeräten imitiert werden. Das ist ja im Ich Prinzip dann verstehe. keine artgerechte Haltung mehr, ne? Dann jetzt muss ich darüber nachdenken, wie wir diese Transaktion bestätigen. Und haben Sie überhaupt keine Smartphones? Nee, 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 nee. Was meinen Sie, was die mit Nein. mir machen, wenn ich sowas da anschleppe? Das weiß ich nicht. Okay, ich muss jetzt die Finanzabteilung anrufen Ja. und mich beraten lassen, Aber was die sind wir doch in gar dieser nicht mehr Situation. da, haben Sie gesagt. Ja, die sind nicht da, leider nicht da. Vielleicht, ich weiß nicht, ob jemand, vielleicht nimmt Rufen Sie den jemand den mal im Anruf an. Feierabend schnell anrufen. Das ist ja nicht schlimm, ne? Man muss den Kollegen ja weiterhelfen. Natürlich, natürlich muss man das. Dann warten Sie bitte ein bisschen. Ich kontaktiere, versuche die zu kontaktieren und versuche die Lösung zu finden, okay? Ja, ich spiele so lange, sagen wir mal, Ottergeräusche ab für Sie, ne? Zur Okay, Beruhigung auch so. super, Bis der super. vielen Dank, ne? Ja, gleichfalls danke ich Ihnen auch. Jetzt warten Sie an der Linie, ich kontaktiere die An dann welcher an Linie soll ich denn Stelle. warten? Am Am Zebrastreifen? Telefon. Nein, 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 hier einfach am Ach Telefon so. bleiben. Okay. Na gut, dann machen wir das mal, ne? Okay. Das war im Prinzip der asiatische Kurzkrallenotter und den Rest der Wartezeit schneiden wir raus. Okay. Und was haben die gesagt? Ich
versuche sie immer noch zu kontaktieren. Ach so. Der eine Kollege ist nicht ans Handy gegangen, jetzt versuche ich den anderen anzurufen. Ja, Freitagabend, die Leute sind nach Hause gekommen. Sind alle schon betrunken, ne? Kann sein, kann sein. Ne, ich könnte jetzt auch einen Schnaps vertragen. Wollen wir gleich noch den Becher heben zusammen? Im Büro habe ich leider nur Wasser. Das ist ja schrecklich. Aber ist nicht das, ja, das russische Wort Wodka heißt doch Wässerchen, ne? Von daher wäre das ja dann nicht mal gelogen. Haben Sie schon mal Wodka probiert? Ich liebe Wodka. Ich habe da ganz viel im Keller stehen von. Ach so. Und wie viele haben Sie davon? Boah, so 10, 15 Flaschen. 10, 15 Flaschen. Ja, so ganz verschiedene. War so also ein günstiger, wenn man abends einfach mal nach den Teigblättchen da nochmal einen Schluck braucht und dann auch so ein bisschen den edleren, wenn, sag ich mal, die Herren vom Konsulat da sind, weil dann werden die Otter ja auch als Butler eingesetzt und die kommen dann ja auch immer wieder wegen Trainingseinheiten zu mir nach Hause in die Filiale, ne? Mhm, okay. So. Ich habe meinen Kollegen kontaktiert. Er hat mir geschrieben, dass wir jetzt das von unserer Seite versuchen können. Das so, ist gut. Wir haben ja, ja kennen Sie den von Russland, den Medvedev, da den Präsidenten? Ja, also natürlich. Nein, das ist ja nicht Putin ist der Präsident. Was hat der Medvedev? Was macht der denn nochmal? Ich komme immer durcheinander bei den beiden. Aber der hat ja im Prinzip auch nochmal einen Sohn. Und die Tochter vom Enkelsohn, von dem Sohn, die haben ja im Prinzip jetzt auch zwei Otter bestellt gehabt bei uns, ne? Mhm. Das ist ja eine große Ehre, dass da quasi die Otter dann in die Präsidentenfamilie einheiraten dürfen. Okay. So, was mein Kollege gesagt hat, ja. Er hat gesagt, dass wir jetzt diese Einzahlung von unserer Seite machen können, um Ihnen zu helfen, damit es einfach schneller geht. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Mhm. Ne? Ja, aber es gibt einen Moment da, wir können von unserer Seite nur mit dem Mindestbetrag anfangen, mit 250 Euro. Das lohnt sich ja nicht. Nein, das lohnt sich, weil Sie dann noch investieren können weiter. Später können Sie das noch einmal machen. Ich kann Ihnen noch einmal helfen. Das ist kein Problem. Ich meine, damit Sie schon morgen anfangen, können wir zuerst mit diesem Betrag anfangen. Und dann kommunizieren Sie mit dem Finanzberater. Wenn Ihnen alles gefällt, dann machen Sie weiter, investieren Sie mehr und bekommen Sie mehr. Das ist aber die 100 Hahnenpunkte kriege ich trotzdem, oder? Natürlich kriegen Sie die. Gut, weil ich muss ja... Sonst wäre das gar, kriege ich denn dann auch wieder 100 Hahnenpunkte, wenn ich da nochmal was einbezahle? Oder ist das was Einmaliges sozusagen? Das kriegen Sie jedes Mal, wenn Sie Einzahlung machen. Jedes Mal 100 Hahnenpunkte, wenn ich einbezahle, wenn ja? Sie, genau. Das ist ja großartig, so, da werde ich ja reich bei Ihnen. Natürlich, wir arbeiten doch dafür, dass Menschen reicher werden. Das ist ja großartig. In erster Linie halt Sie selber, ne? Wir auch. Wir sind ein Unternehmen. Verstehen Sie, das ist... Ja. Gibt es eigentlich auch Obernehmen? Weiß ich nicht. Stehen bei Ihnen im Vertrag denn auch solche Sachen drin mit, sag mal, dass Sie im Prinzip auch von einem Drachen verbrannt werden könnten? Das weiß ich ja. Das hätte ich nein, ja mal vorher das steht geprüft. Bei uns, steht bei uns nicht, leider nicht. Damit diese Einzahlung von unserer Seite passiert, brauche ich jetzt die Daten von Ihrer Karte. Das ist Kartennummer, das ist Ablaufdatum und drei Zahlen auf der Rückseite. Können Sie mir bitte sie sagen, damit wir die Einzahlung machen? Also das, soll ich Ihnen jetzt nochmal vorlesen, was ich eben da schon reingeschrieben habe? Genau. Ja, also das ist ja im Prinzip, der Name auf der Karte ist Otka Weltraum Otter. Aha. Und das ist ja dann die Kartennummer 534. 534. 3199. 3199. Ja, 732. 732 392 392 753 753 Okay.
Momenten. Okay, super. Und jetzt brauche ich das Ablaufdatum. Ja, das ist ja Juni 26, ne? Juni 26. Okay, und jetzt brauche ich drei Zahlen auf der Rückseite. Egal welche. Die letzten drei, das ist CVV, das sind nur drei Zahlen, ich glaube. Ja, das ist 956 im Prinzip. 59. Okay, dann wir machen jetzt die Einzahlung von unserer Seite. Warten Sie bitte am Apparat. Ja. Okay. So. Das dauert ein bisschen, ja? Ja, ich muss zugeben, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Weswegen hatten Sie denn angerufen? Hatten Sie denn auch eine Bestellung für einen Otter? Ich habe Sie angerufen, weil Sie sich für Online-Handel angemeldet haben. Ja. Ja, und jetzt aktivieren wir Ihr Handelskonto, wir machen die Einzahlung, damit Sie schon so Geld verdienen. Großartig. Ja. Bekomme ich denn als Neukunde noch mal ein paar Hahnenpunkte extra bei Ihnen? Das müssen Sie mit unserem Finanzberater, mit Ihrem persönlichen Finanzberater dann besprechen. Wie heißt der denn? Paul Braun. Ach ja, stimmt, das ist der Mann mit den Farben. Ja, Ist das der Mann von der genau. Eva? Eva? Eva Braun? Das ist. Nein, 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 nein. Nicht? Ach so. Hätte ja sein Ja. können. Ja, aber Braun, das ist ja. Diesen Nachnamen trifft man oft, ne? Ja, deswegen habt ihr den ja ausgewählt, ne, dass das nicht so verdächtig sein, ne? Das ist ja schon gut Ausgewählt? gemacht. Ja. Ich weiß nicht. Seine Eltern hatten diesen Nachnamen, deswegen hat er diesen bekommen. Eltern hat den Nachnamen ausgesucht, also von dem würde ich mir ja keinen Namen aussuchen lassen. So. Oh, Elton, das ist ja Okay. auch schon lange her, dass der im Fernsehen war, ne? Kennen Sie den Elton? Nein, kenne ich nicht. Oh, schade, müssen Sie mal bei Dr. Google gucken. Da Okay, klingelt das das mache ich. Telefon, ist das Ihres? Nein, nicht meins, eins von meinem Kollegen. Ach so. Warten die Ja, jetzt noch alle auf einige. Sie? Nein, sie machen ihre Arbeit, sie haben auch Kunden. Ach Verstehen Sie, so. einige Kunden, sie sind Vollzeit beschäftigt und sie können bis 8 Uhr, 8:30 nicht kommunizieren. Ach Und so. deswegen müssen wir länger bleiben, um denen dann mit denen zu arbeiten. Aber Sie kriegen das hoffentlich bezahlt, oder? Ich hoffe darauf, wissen Sie. Ich bin schon öfter im Office, in unserem Büro geblieben und da ich die Leiterin bin, kriege ich dafür nichts, aber vielleicht meine Mitarbeiter kriegen was. Das ist aber traurig, ne? Naja, aber ich liebe meinen Beruf. So lerne ich solche Menschen wie Sie kennen. Das ist großartig. Ich Ja. habe auch ein Buch geschrieben über meine Zeit mit den Ottern. Super, und wie heißt es, das Buch? Die Legende von Otterdam. Die Legende von Otterdam. Das schreibe ich mir jetzt auf und vielleicht Super. lese ich es in der Freizeit. Sie können ja mal Bescheid geben, dann kriegen Sie ein Exemplar mit Widmung. Dann kriegen Sie ein Autogramm Super. rein und einen Pfotenabdruck von Ihrem Lieblingsotter, weil das basiert ja alles auf wahren Begebenheiten. Super, super. Das wäre sehr toll. Ich würde mich sehr freuen. Ja, dann machen wir das doch so. Okay, So können dann Sie mir dann einmal Ihre Adresse geben, da kann ich Ihnen das rausschicken. Ja, kann ich machen. Sie kriegen das auch Wie meinen kostenlos, Sie? weil Sie mir so gut weitergeholfen haben. Da schenke ich Ihnen das. Okay, dann ich schreibe Ihnen meine Adresse per E-Mail, okay? Ja, unbedingt. Ich schicke Ihnen dann auch noch mal ein Bild von einem Otter als Dankeschön. Ich würde mich darüber sehr freuen. Ja, Danke. wollen Sie den Otter lieber von oben oder von unten angucken? Ich würde ihn gern von oben angucken. Von oben wegen den Ohren. Die haben ja so blumenkohlartige Ohren. Das ist immer gut, wenn man Genau. schlechte Laune hat. Das kann einem aufheitern. Genau. Meine Güte, Sie haben eine Ausdauer. Das muss ich Ihnen lassen.
Ich bin gut in meinem Beruf, ne? Ja, absolut. Ja. Haben Sie auch Auszubildende da drüben? Ja, habe ich einige. Ja, mehrere sogar. Ja. Das ist Ja, wie viele? Vier, ich glaube, vier. ja, die Zahl sollten Sie schon wissen. Naja, sie sind sehr gut. Verstehen Sie, sie Ja, die. arbeiten schon fast wie die anderen Ja, Mitarbeiter. das ist ja so. Wie lange dauert denn bei Ihnen die Ausbildung? 3 Jahre. Sehr gut. Ist ja fast wie in Ja. Deutschland, ne? Ja, genau. Und warten Sie bitte, ich muss das noch einmal mit der Einzahlung überprüfen. Okay, warten Sie bitte am Ja, Apparat ich ein hab bisschen. Zeit, ich hab Zeit. Ich bin Okay, nur am okay. Verhungern, aber das ist ja nebensächlich. Ich werde hier beliefert von meinen Dienstboten. Das ist super. Ich könnte jetzt ja mal aus meinem Buch vorlesen, aber. Wissen Sie, die Einzahlung hat nicht geklappt. Ich muss jetzt die auf die Finanzabteilung warten und heute kommen sie schon nicht. Vielleicht können wir morgen telefonieren. Nee, also nochmal halte ich das nicht aus, fast 1,5 Stunden. Wir werden nicht so viel reden müssen. Das wird nicht mehr als 15 Minuten dauern. Wir haben jetzt die Daten von Ihrer Karte und dann werden Sie nur die Aktion bestätigen Was müssen. hat da denn nicht geklappt? Das weiß ich nicht, weil die Menschen aus der Finanzabteilung nicht da sind, Ja, kann ich das nicht erfahren. können Sie da mal eben anrufen? Kann ich anrufen, aber da Sie nicht im Büro sind, können Sie die Ursache nicht genau sehen. Dann müssen Wir Sie dürfen keine Videoanruf Daten machen. Daten weiter mitteilen. Sie verstehen Sie ja selbst, wir beschäftigen uns mit dem Geld. Das Ja, ist ja. ja sehr wichtig, sehr verantwortungsvoll. Und ich darf das nicht. Ich muss auf Sie warten, bis Sie morgen ins Büro kommen. Morgen arbeiten wir auch und dann machen wir, ich verspreche ich Ihnen, dass morgen unser Anruf nicht länger als 20, 15 Minuten dauern wird. Können Sie mir gerade noch mal einen Gefallen tun? Ja, welchen? Ich bin hier gerade bei mir an meinem Buch noch mal. Wir haben die Otter haben ja alle so komische Namen, dass ich Ja. lese Ihnen das einmal vor und wenn Sie den Namen verstanden haben, dass Sie das einmal kurz wiederholen, dass ich weiß, dass Menschen das gut verstehen können. Also Okay. der erste Otter heißt Tabasco-Fanatikerin. Können Sie das einmal wiederholen? Tabasco-Fanatikerin. Exakt. Der nächste Otter heißt Cross 91. Cross 91. Ja, dann kommt Kleriker. Kleriker. Dann kommt die Lissi. Lucy. Ja, Lissi, dann MiG 93. MiG-93. Dann kommt Tobi. Aha, Tobi. Ja, das ist so ein kleiner, otteriger Otter. Dann kommt Aha. Thunfisch, den einen, den haben wir Thunfisch genannt. Thunfisch. Dann So. kommt Bella Leinchen. Bella Leinchen. Ja, das ist so ein ganz verschmuster Otter. Dann kommt Katie. Achso. Katie. Gabba Gandalf. Kaba Gandalf. Ja, Pizza und Eistee. Auch das kann ich Ihnen nicht verstehen. Und wissen Pizza Sie, und Eistee. Pizza und Eistee, richtig? Ja, dann kommt noch, also haben wir einen Otter, der hat griechische Wurzeln, der heißt Argentarius. Argentarius. So, Ja, Herr und Maulwurf. dann kommt Fluffy, das ist so ein ganz kuscheliger Otter. Und ganz Fluffy. wichtig wäre noch bei dem Namen, bin ich mir noch nicht sicher, ob die Leute das auch verstehen, der heißt Heiderkatze. Hey, der Katze. Genau, sie sind richtig gut und Moriarty wäre noch ganz wichtig. Ja, das ist gut. Und dann können Sie So. denn einmal den Namen Paukale wiederholen? Paukale. Ja, und Quadratus bitte. Das ist ein römischer Otter. Quadratus. Und Sammy wäre noch ganz toll. Okay, Sammy. Sammy. Dankeschön. Da werden die sich bestimmt sehr freuen. Können Sie noch den Michael Weimar grüßen? Kann ich, natürlich, Ja, können Sie natürlich. einmal Michael Weimar Hallo bitte sagen? Das kann ich aber morgen tun, okay? Nee, das muss Mein jetzt heute Arbeitstag ist schon. passieren.
Das kann ich jetzt nicht. Mein Arbeitstag ist schon längst zu Ende. Ich Ja, will nach Hause. dann grüßen Sie mal bitte noch Don Corleone von mir. Kennen Sie Don Corleone? Nein, kenne ich nicht. Wie? Haben Sie nie Der Pate geguckt, die Filme? Nein, nein. Da haben Sie aber eine große Bildungslücke. Okay. Ja, da gibt's die. Okay, wir, Herr Maulwurf, wir ja. hören uns dann am Morgen. Nein. Okay? Wollen Sie sich nochmal über eine Stunde von mir verarschen lassen oder wollen wir es gut sein lassen? Ich glaube, wir machen das einfach morgen. Ich glaube, Sie haben mich noch nicht, ich habe Sie gerade verarscht, über eine Stunde lang. Das habe ich verstanden. Ja, so wie Denn Sie versucht haben, mir das Geld ich bin wegzunehmen. Nicht so dumm, ne? Na doch, sonst hätten Sie sich nicht 1,5 Stunden mit einem Typ unterhalten, der Otter in Tarnanzüge reinsteckt und im Wasser schwimmen lässt. Sie haben gedacht, da ist ein alter Kerl dran, dem man das Geld wegnehmen kann. Jetzt hast du schön unbezahlte Überstunden gemacht. Hoffentlich passiert dir das noch ganz oft. Auf Wiederhören, Herr Maulwurf. Ja, bestimmt. Ich trage mich noch ganz oft bei euch ein. Da werde ich dich ganz oft...